Und es geht damit weiter, dass an solchen Rollbahnen zwei Seitenteile, ein rechtes und ein linkes, zusammenkommen. Diese Bahn geht irgendwo an der Decke entlang, geschützt durch Gitter, damit, wenn was runterfällt, es niemandem auf den Kopf fällt. Und da kommt auch schon der fertige Fußboden von eben. Und jetzt greifen zwei Roboter sich von oben die beiden Seitenteile, nehmen die runter und setzen die einfach auf den Fußboden drauf. Ein Teil, zweites Teil. Und wie halten die am Fußboden fest? Die Teile sind nur aufgesteckt und halten mit solchen Laschen her. Und deswegen, wenn man dran wackelt, ist das Ganze auch noch sehr unstabil. Vier Typen von Dächern gibt's. Solche glatten und solche mit Löchern für das spätere Schiebedach und solche mit Schiebedach und den Löchern für den Dachträger. Und wie weiß derjenige jetzt, der die Dächer aufsetzen soll, was er für ein Dach nehmen soll? Da gibt's eine Anzeige. Als erstes kommt ein Kombi, fünf Türen mit Dachträger. RR steht für Dachträger. Dann eine Limousine mit drei Türen, ganz normales Dach. Dann eine Limousine, fünf Türen, normales Dach. Lim steht für Limousine, normales Auto, eben kein Kombi. Und so weiß derjenige, der das Dach aufsetzen soll, von welchem Stapel er mit diesem Hebelmechanismus ein entsprechendes Dach nehmen und auf die Karosse, so nennt man das Teil jetzt, aufsetzen soll. Das macht hier übrigens der Stefan. Drauflegen, gucken, ob alles passt. Dach drauf. Aber auch das Dach ist nur lose aufgelegt. Alles noch sehr unstabil. Und jetzt kommen diese ganzen zusammengesetzten Teile in die sogenannte geometriegebende Station. Das bedeutet, da kommt ein mechanischer Apparat, der hält die Teile so zusammen, dass sie an der richtigen Stelle sind. Und dann fallen acht Roboter gleichzeitig über die Karosserie her und schweißen die zusammen. Aber das ist noch nicht das endgültige Zusammenschweißen, sondern diese Roboter schweißen nur an entscheidenden Punkten, sodass die einzelnen Teile sich gegenseitig nicht mehr verschieben können. Wenn die fertig sind, geht die Mechanik wieder auseinander. Dann kommt die Karosserie nach oben und geht dann in die richtige Schweißstraße. Und dann kommt der nächste Kandidat. Und in der richtigen Schweißstraße, da ist eine ganze Galerie von Robotern. Und die schweißen die Karosserie so zusammen, dass sie stabil ist und für immer und ewig hält. Wer mal eine Kamera in so eine Karosserie reingelegt, um zu zeigen, wie die Roboter das machen? Bisschen schneller haben wir es auch gemacht, es dauert nämlich viel länger. Genau genommen dauert es 13 Minuten. Und vielleicht erinnert euch, es braucht 3539 Schweißpunkte, bis so ein Auto fertig ist. Immer eine Station weiter und eine andere Stelle wird geschweißt. Und jetzt ist die Karosse richtig fertig geschweißt und stabil. Danach fährt die Karosserie in eine Station, wo mit Laserstrahlen nachgemessen wird, ob sie auch gerade zusammengebaut ist, ob sie sich nicht verzogen hat und ob alle Schweißpunkte richtig sind. Da die roten Lichter, das sind die Laserstrahlen. Computer kontrolliert das. Und wenn der sagt, alles in Ordnung, dann darf die Karosserie weiter zur nächsten Station. Was fehlt noch? Richtig, die Türen. Die kommen von ganz anders her, für solche Hängebahnen, und werden jetzt eingesetzt. Dazu gibt es so ein Tragegestell. Das nimmt immer eine Tür. Und an dem Tragegestell sind solche Führungsleisten, damit die Tür genau an die richtige Stelle kommt. Von der einen Seite und von der anderen. Erst die hinteren Türen, dann festschrauben, nicht nur mit einer Schraube, aber die unteren konnten wir so schlecht sehen. Und wenn die Türen fest sind, dann hat das Tragegestell ausgedient, bis zum nächsten Kandidaten. Kommt an die Seite und wenn die Hintertüren fest sind, dann die Vordertüren mit genau solchen Traggestellen und genauso reingesetzt und anschließend festgeschraubt. Wenn alle Türen drin sind, ab zur nächsten Station. Da werden die Kotflügel angebracht. Einer von rechts und einer von links.
So langsam sieht es ja schon richtig wie ein Auto aus. Wenn die Kotflügel fest sind, wieder ab zur nächsten Station und da kommt ein merkwürdiger Automat. Das ist der Motorhauben-Festschraubautomat. Darauf werden die Scharniere, die die Motorhaube tragen sollen, draufgelegt. Dann die Motorhaube auf diesen Automaten. Dann halten die Jungs fest und von unten schraubt der Automat automatisch und selbstständig die Motorhaube an. Dann die nächste Schraube für die nächste Motorhaube in den Automaten einlegen. Den Automaten raus. Gucken, ob die Motorhaube richtig sitzt. Noch ein bisschen korrigieren. Und dann kommt die Heckklappe dran. Die wird auch erst eingehängt. Und auch für die Heckklappe gibt es einen Heckklappen-Festschraube-Automaten. Der geht da rein. Und schraubt von unten automatisch die Heckklappe fest. Tja, und jetzt sind alle Blechteile des fünftürigen Autos vollständig zusammengebaut. Und jetzt wird es gestreichelt. Die Jungs mit den Handschuhen haben so feines Gefühl in den Fingern, dass sie die kleinste Beule fühlen. Die kontrollieren, ob alles richtig zusammengebaut ist, ob die Türen sich ordentlich öffnen lassen, die Scharniere richtig sitzen und so weiter und so weiter. Seite, sondern natürlich auch oben auf dem Dach, ob alle Türritzen gleichmäßig sind. Alles wird da kontrolliert. Tja, und dann verschwinden die Karossen eine nach der anderen. Sie fahren mit dem Aufzug nach oben. Und wie es da oben weitergeht, erfahrt ihr gleich.